Hallo und herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Wir kaufen uns eine Fahrkarte und fahren damit nach Valentine. Wir haben $581, das ist nicht schlecht. So, wo möchte ich hin? Natürlich nach Valentine. Das Ansburg kostet viel. Eieiei. Aber wir wollen ja nur nach Valentine. Das kostet nur 40 Cent mehr, als wenn wir nach Walton Dingsbums wollen. Keine Ahnung, wie die heißt. Wallace Station? Kann sein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann ich sagen, yo. Läuft. Denn hier ist der Johnny Boy und irgendwas wird er haben. Ich kann nur meinem... Oh, das ist eigentlich eine gute Idee. Das ist tatsächlich echt eine gute Idee, mein Pferd mal wieder ein bisschen pflegen. Meine schöne Kur verpassen, ne? So eine Fango-Packung oder so. Das ist gut. Das mache ich. Das mache ich doch. Wobei der Zug angehalten hat, ich aussteigen kann. So, zack. Jetzt könnte ich natürlich überfallen, aber ich sag mal so, ich möchte hier eigentlich nur raus. Ja. Pferd, du musst schon zu mir kommen. Ich bin hier. Hallo, Pferd. Pferd? Ah, Pferd kommt schon. So. Okay, würde ich sagen, ich werde mal kurz gucken. Hier irgendwo, wo war der Stall? Bin mir nicht so sicher, wo der Stall war jetzt. Ich guck mal kurz auf die Karte. Hier war der Stall, genau. Da will ich mal einmal ganz kurz hin, weil, wie gesagt, das Pferd einmal schön wieder striegeln und wiegeln, damit es wieder schön fresh ist. So, rennen in die Garage, das ist wie bei GTA, das Pimp My Ride, ne? Rein mit dem Pferd und dann geht's los. Heckspoiler dran, neue Felgen und so. Okay. Eigene Pferde verwalten, Pferde kaufen. Hat er irgendwann auch neue Pferde? Nee, ne? Immer nur die gleichen. Hat der dann? Achso, nee. Keine Ahnung. Aber die sind nicht cool. Vor allem, das ist ganz schön teuer. Das sieht hässlich aus. Alter, sieht das hässlich aus. Junge, Junge. So. Erstmal Pferdezubehör. Wir können ja nochmal gucken. Sättel. Es gibt viele Sättel. Ich möchte sie aber nicht alle haben. Deswegen lassen wir das. Satteltaschen, gibt es hier andere jetzt? Ich habe schon die verbesserte, ne? Nö. Okay, das brauche ich alles nicht. Pflege. Die Mähne. Natürlich, achso, nee, das will ich nicht ändern. Schweif auch nicht. Dienste, das ist gut. Wir werden einmal das Paket natürlich nehmen, damit das Pferd hier schön, ne? Schön, schön. Und Vorräte können wir nochmal kaufen. Boah, nur Heu. Okay. Mhm. Haben wir wieder alles. Läuft. Dankeschön. Das Pferd wieder fit. Und glücklich. Das ist schön. Das freut mich doch. Dann kann ich jetzt nämlich zu John gehen und dann gucken wir mal, was bei Johnny Boy abgeht, ne? Warte mal kurz. Watch where you're going. Warte mal kurz. Mal hier absteigen. Ich kann hier Spiele spielen. Was kann ich denn hier für Spiele spielen? Also ich glaube, gegen ihn kann ich spielen, oder? Komm, machen wir. Farfinger Fillet, Junge. Machen wir. Läuft. Absolut keine Ahnung, wie das hier spielen. Direkt spielen. Ich weiß nicht, wie das geht. Klassisch. Schaffe die Runde so schnell wie möglich. 5 Versuche, gewinne 2 Runden, um den Pot zu kassieren. Alles klar. Okay. Okay, ich bin dran. Alles klar.
Let's go. Come on. Bam. Wie Runde 2? Ich hab gewonnen, Junge. Okay. Ah, jetzt ist X und das. Okay. Ah, shit, Junge. Nice, Bro. Nice, das war gut. Okay. So. Zack. I'm taking what's left of my fingers and getting out of here. Oh, dann kommt einfach ein neuer Gegner. Okay, der wird wahrscheinlich besser sein. Alter, so ein Bart kannst du bestimmt auch haben. Das ist geil. Spiel nur meinen Dollar, nö, ich hab keinen Bock, ciao. Bin eh der Beste. Kannst du ein bisschen üben, bevor du gegen mich antrittst, ne? Weiß Bescheid. Nett, 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 nett. Aber wie? Achso, wenn man die falschen Tasten drückt, oder wie verletzt man sich dann hier? Keine Ahnung. Ist auch nicht so wichtig. Wir treffen uns mal mit John. Dann muss er hier irgendwo rumgammeln, der Boy. Da ist er. So, feeling better? How's the scar? I heal pretty fast. Lucky you. So you just lazing about, or you got any leads? I got something. You see them? Sure. Well, you see yourself as a shepherd now? Maybe. Come on. Well, where exactly are we going? Collect something. Help us get some sheep. You know, that attempt to seem all enigmatic and interesting, that might work for Dutch, but for you, it just makes you look stupid. Come along. You'll see. The train job was a start, but we need more money until we can get back to Blackwater and collect. I'm here to tell you, we try to collect that money anytime soon, it'll come with a noose. I was worried you'd say that. Dutch says that we... Dutch says a lot. That's his gift. Saying things. Oh, yeah? What do you mean by that? I was the prize pony once. Now I'm the workhorse. Listen, Dutch is... But, well, you was at that thing in Blackwater. We already seen Pinkerton's here. New century's coming. This life, this way, well, we're the last, I reckon. And we ain't long for it. Then that's the way it goes, I guess. For me, yes. All right. So where are we going? Just need to pick up something. Hä, der ist doch auch nicht so jung, der ist doch auch schon älter. There's a hitching post over there. Tether the horse and I'll meet you across the street. Good morning. I already don't like how this is going. Ja, ich mach schon. Was genau hat der vor? So. Brauche ich eine andere Waffe vielleicht? Ich nehme die einfach mal mit, ne? Jetzt. Achso, ich kann die nicht wegpacken, das ist natürlich jetzt blöd. Ich nehme sie einfach mal mit. Okay. Hello, how can I help you today? Looking for a rifle? Something with a sight on it. Eh, yeah, shouldn't be a problem. If you want to see what we've got, it's all in the catalog here. Gewehre. What the fuck, Junge? Das kostet nix. Warum kostet das nix, Alter? Feuerrate ist scheiße. Die Nachladezeit ist scheiße. Das kann ich noch nicht mal kaufen. Okay, wir nehmen das hier. Komm, Leute, ich kann Komponenten. Das ist ja cool. 3. Was bedeutet das? Achso, dann... Ah, die Reichweite erhöht sich dadurch, okay. Machen wir einfach. Ist ja egal. Kurzes, mittleres... LOL! Was ist das denn, Alter? Ändert sich aber nichts. Das ist nur, glaube ich, Kosmetik. Der schafft, was ändert sich dadurch? Auch nix. Ist auch eher kosmetischer Natur. Ja, Schutz, okay. Auch nicht wichtig.
Das sind Dekorationen, okay, Metalle. Hä? Visier? Achso. Nee, brauche ich auch nicht. Lackierung, Schnitzereien, Junge. Ach du Scheiße. Na ja, gut. Gravuren, mhm. Naja, gut. Munition. Normal. Ah, ja. Du trägst 0 von 100 bei dir. Wir kaufen einfach mal alles. So, dankeschön. Ich habe offenbar jetzt ein Scharfschützengewehr. Nett. Ich möchte das gerne schließen. Alter, wofür ich die Scheiße auch immer brauche, ich habe keine Ahnung, ne? Ja, schon ein bisschen gespannt. Okay, was will der von mir, Alter? Was ist sein Plan? Why couldn't you have done that? Done what? Bought that gun. I had a run-in with that fella earlier. We ain't on the best of terms. You had a run-in. I've had a run-in with half that town. Calm down. It's done now, ain't it? Why are you being so cagey about all this? Always playing some goddamn game. Me? I ain't the one taking Jack on fishing trips. No, you ain't. If you say the boy ain't yours, what's the difference? You probably only run off again. Why are you so interested in my life? Ain't you got one of your own? Just do one thing or another. Not be two people at once. That's all I'm saying. It ain't that simple. You know that as well as anyone. Same as with you and that girl. What was her name? Mary? That was different. No, it ain't. Just the same. Anyway, for the love of God, will you tell me what you got me doing here before I turn around and hit the breeze? There's a herd of sheep coming down to auction from Emerald Ranch. Folk in town were saying the owner's trying to stamp out every farm from here to Ansburg. Yeah, I know that place. Und? Jetzt, hä? Wir töten jetzt die Schafe. Und kriegen dafür Geld. Oder wir töten die Leute und kriegen dafür Geld. Irgendwo für, wenn wir über Geld kriegen. Gehe ich stark von aus. Aber ich glaube, John möchte mir das nicht... Verzeihung, erläutern. Dann konnte ich nicht schnell genug muten. Oh. Ja, ja. Ja, ich... Es ist kein Thema, Junge. All right, but a couple of new ranch hands will be collecting on the sale. Doubt the town will care to notice too much. Why we need this rifle you couldn't buy yourself? Reckon we shouldn't get too close, at least not till we know what we're dealing with. Let's see what we can see from up here. Okay, ganz ehrlich, ich verstehe seinen Plan immer noch nicht so gut, aber okay. Das sind scheiß Schafe, Alter. Okay, I think that's them over there. So what now? Put a shot in near them. I reckon they'll hightail it. They're only ranch hands. Just watch the sheep. Okay. That spooked him, all right. All right. Let's go round him up. Oh Gott, ey. Ach so, und die verkaufen dann die Schafe. Aha. Okay then, girl. Let's go get the strays. You ever work on a ranch, Marston? No. You? Day here, there, but not much. Most cowboys I know are dumb as trees. How hard can it be? I guess we'll soon find out. Let's get these things. Aber er wird bald auf einer arbeiten. They're pretty scattered.
Die Nähe der Nachtzüge und die Herde zurückzutreiben, so. So, die müssen ja nur wieder zur Herde und dann ist wieder cool. Okay, das war's. Alright, I think we got them all. Let's head for town. You know what? Marston, why don't you leave the sheep to me? You ride Shank, keep watch for any trouble. Oh, nee, Alter. Okay, wir haben zwei Schafe verloren, weil die sind zu dumm. Oder kommen die da irgendwie raus? Ja, doch. Oh, habe ich das getötet? Nee, alles gut. Oh, Alter, die sind so dumm, die Tiere, ne? Eine Waffe in die Luft richten. Achso. Okay, sie haben es geschafft. Ich darf halt auch nicht zu schnell sein, weil das ist halt auch doof, ne? Mein Gott, geh doch weg. Dürfen sie halt nur nicht aus den Augen verlieren. Versuchen mit gleichbleibender Geschwindigkeit hinter der Herde zu treiben. Einige Tiere sind von Natur aus langsamer und solltest du mich an ihre Geschwindigkeit anpassen, um sie nicht. Okay. Man darf halt auch nicht langsamer werden, sonst hauen sie, glaube ich, ab, ne? Wissen die, wo die wissen anscheinend, wo sie hin müssen. Nice. So, ich habe keine Ahnung, wo wir eigentlich. Also ich weiß ja, wo wir hin sollen, aber wie wir da hinkommen, weiß ich auch noch nicht. Eigentlich hier geradeaus, ne? Wir müssen über den Hügel rüber, das müsste passen. I think. Oder? Ich will mal kurz gucken, wo ich überhaupt hin muss. Hier geradeaus ist schon ganz geil. Hier ist schon ganz gut. Ja, jetzt sind wir Schafhirte. Geil. So. Aber die sehen voll flauschig aus, die Schafe. Flauschi, flauschi. Aber wir sind auf jeden Fall auch gleich da. Haben wir so abgedingsbumst hier abgegeben und dann pro Schaf $500, Junge. Das ist krass. Wahrscheinlich gibt es pro Schaf einen Dollar. Das ist natürlich krass, John. There you go. So. Ich meine, zum Glück versuchen wir nicht welche abzuhauen. Das war bei Red Dead Redemption 1, hast du auch irgendwas mit einer Kuhherde gehabt, ne? Glaube ich. Und die, da sind ja auch immer wieder welche ausgebüxt und so. Ey. Los, schnell. Sieht voll putzig aus, wie die da hinterher rennen. Ein Tier, das von der Herde ausbricht oder zurückgelassen wird, bewegt sich nicht mehr mit dem Rest der Herde. Ja, aber das ist ja cool, sind alle da. Easy. Und jetzt? Fine sheep. They're okay. You seem better around here. I've seen ones with less ambiguity about their provenance. A lot less. What are you trying to say? I'm trying to say you give me 25% kickback, and I won't say nothing to nobody. Everything all right here? Excuse me? Sure, I'll excuse you for 25%. Do you want me to put another hole in your head? Folks swing for rustling livestock. 25%. 15. 20. 18. Done. Calm yourself, friend. Just think of it as I'm buying your sins. Yeah, you're buying. But we're paying. Go on now. Come back after the auction. You'll get your money. Dutch okay. Force at the saloon. He is?
Den Saloon hier oder was? Okay, na dann hin. Thanks for all the help with this. Can't herd, can't swim. Give it a rest, will you? We ain't kids no more. Well, we never really was. Oh, Pferd hat Hunger. Nee, Pferd muss gestriegelt werden, glaube ich, ne? Come on, Sunshine. I'll buy you a whiskey. Ja, ich muss gleich, warte, ich muss das Pferd erst striegeln, bevor ich irgendwas anderes mache, weil das ist wichtig jetzt. So. Das ist, glaube ich, schmutzig. Ich glaube, jetzt fühlt sich es wieder wohl. Gut. Stop sulking and let's get a drink. Halt die Fresse. Not everything, but after you, sir. I don't believe in absolute, so. Just shades of gray. Ach, da sind's ja. Well, gentlemen. Dutch, Nepo. Where have you been? Working. Marston's thing. Good. And? We're just waiting to get some pay. A few sheep. Leopold, my good friend, as long as you're here, why don't you and John go make sure there ain't no funny business? Of course. Gentlemen? Drink? Sure. Nothing like talking to old Strauss to make you want to blow your own brains out. I should have left him where I found him all those years ago. Bookish little Austrian, fresh off the boat, his eyes out on stalks. Well, I guess the Dutch Vanderlyn Finishing School has some strange graduates. That it does. To your good health. Thank you. What the hell? Vanderlyn! You don't know me, but you keep robbing me. My name is Leviticus Cornwall. I am not a man to be messed with by the likes of you. Get out here before I have these men killed. What do you think? Get out here, well, you depraved piece of trash. You start spinning a yarn. When I think the moment's right, I'll make a move. Why not? I got where I am by letting Scott you rob from me? Vanderlyn, you're done. Now get out here now. Deal with this nonsense. Please, gentlemen, this is a terrible mistake. This is a case. Your mistaken identity. What is worse than admonishing a man for the sins of another? Who wants to be the Messiah? Die Anzeige aufzufüllen. Je weiter du die Anzeige aufhältst, desto mehr Zeit hast du zum Ziehen. This Dutch Vanderlyn, whomever he may be. Oh, guck mal, ich kann ja einfach stehen, Junge, passiert mir gar nichts. Aber vielleicht soll ich doch in Deckung gehen. Deckung? Danke. Schnauze. Oh, weg. Alter, mein Hut. Wo ist mein verdammter Hut schon wieder hin? Backen, Junge. Ja, Moment, kehre zu deiner Bande zurück am Arsch, Junge. Ich muss erstmal meinen Hut nehmen, ja? Jetzt nimm den Scheiß. Toll, jetzt ist Strauß tot, ey. Ich muss den Hut doch nehmen. Ey, ganz ehrlich, ne? Kann ich doch nichts dafür. Was läuft der denn da einfach dumm rum? Ohne Hut kann ich nicht weiter. Ist doch bekannt, also. Weiß jeder. Alter, wo ist mein Hut? Oh, Scheiße, jetzt brauche ich einen neuen Hut, Alter.
Okay. Oder einfach auch nicht. Oh shit, ich hab vor daneben geschossen, das ist doof. Lebt der noch? Jetzt nicht mehr, jetzt ist er tot. Schlag mal eben nach. Oh, weg da. Weg da. Oh shit. Moment, ich hab keine Muni mehr, du Arsch. Lol, hier ist ja einer. Wo ist er? Alter, direkt neben uns. What the fuck, Junge? Rasenlos, ja, kannst du als Deckung benutzen. Am Arsch kann ich das. Warte kurz, wusste eigentlich, warum ist mein Pferd hier? Ja, da weiß auch keiner, ne? So, tschüss. Ach du heilige Scheiße. Ach komm, noch zwei Stück, ne? Ja, es wird immer geschmeidig, Alter. So, ich hoffe, die geben mir Deckung, ey. Da sind nämlich noch ein paar, ne? Ich habe nämlich die Befürchtung, ich werde hier gleich sterben, weil die scheiße sind. Okay, John hier. Viel Spaß. Hopp. You make sure nobody's following us. We'll get back to camp. We're gonna gather the troops and get them to start packing up. Sure. We can't stick around after this. Let's go. Oh shit. Okay, ich mach die alleine platt, kein Problem. Dein Hut ist weg. Mein Hut ist aber auch weg, das ist halt sehr ärgerlich. Alter, wie viel die schlucken können, ne? Oh fuck, ey, voll drüber geschossen. Oh, weg. So, da oben ist noch einer. Das sind aber auch die besten Schützen, Alter. Okay, ich fliehe. Und tschüss. Die können mich eigentlich gar nicht kriegen. Mein Pferd ist ja das schnellste Pferd der Welt. Fakt, Junge, Fakt. Ja, kacke, jetzt muss ich hier auch noch weg, ey. Das ist doch scheiße alles. Das ist doch echt kackies. Okay. Ja, ein bisschen Kunststück hier machen. Oh shit, die kommen. Ich muss weiter. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. La 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 la. So. Dann haben wir gleich weg, kein Problem. Können wir nochmal springen? Warum nicht? Puh. Ich glaube, das hat mir nichts gebracht, ne? Ja, ruhig, 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 ruhig. Alles gut. Okay, reiten wir wieder zurück. Ich wollte eigentlich erst sowieso in die Richtung reiten, aber dann hat sich das irgendwie alles anders ergeben. Nee, ich glaube, ich muss hier oben bleiben, ne? Macht auf jeden Fall mehr Sinn, hier einmal rum. Du hast so viele Verbrechen begangen, dass die Stadt abgeriegelt wurde. Es werden zusätzliche Patrouillen angesetzt, du kannst... Aua! Ah, scheiße. Ich hatte so viel Ehre in der Stadt, ey. Wegen seinen scheiß Schafen wurde das alles zunichte gemacht.
So ein Kack. Hätte eine Goldgrube werden können hier. Naja, gut. Dann halt eben nicht. Hauen wir jetzt wirklich ab? Das wäre krass. Alter, das ist tatsächlich krass, ne? Wenn wir jetzt wieder abhauen müssten. Lassen wir uns überraschen. Leviticus Cornwall hat uns also gefunden, der kleine Stricher, ey. Scheiße. Das ist in der Tat nicht so cool. Aber okay, was zu machen? Der sucht halt uns, ne? Der sucht halt uns, der sucht uns halt. Wir haben ja seinen... Alter, wo ist das denn, das scheiß Lager? Seit wann ist das so weit weg? Ach, Mann, Mann, Mann. So. So. Ich brauche einen neuen Hut. Erstmal. So. Okay. Hallo, Arthur. Hi. Wie, Alter, wie kann das sein? 656. Is that the plan? For now. And when do we stop? When we reach Paris? Well, that'd be nice. Join the commune. We stop when we find someplace sensible. So, we moving? Yeah. We turned into a bunch of killers. I mean it. We ain't even got the delusion of being anything but a bunch of killers. We are just trying to survive, Hosea. We don't have a choice. This'll end soon. Damn right it will. Constipated as usual. Micah told me of a place we can lie low. Look here. Dewberry Creek, he said. Okay. Maybe you and Charles can go take a look, clear off anyone you find before the whole lot of us move in looking so conspicuous. And how are we gonna do that? I don't know. Start dancing? Looks like I turned into a goddamn errand boy. You have turned into my son. You worry because I worry. We are just the same. Hey, Charles, come on. I need you for something. Sure, this can wait. Okay. Das machen wir allerdings erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, der speichert jetzt diesen Zwischenstand. Ciao. Bis zum nächsten Mal und rein.